Wir melden uns hier vom Landesgericht in Feldkirch, wo heute der zweite Prozesstag zum Fall Jelena abgehalten wird. Dem 21-jährigen Dragan M. wird vorgeworfen, die 16-jährige Jelena im Jänner mit einer Bratpfanne in Koblach in ihrem Haus erschlagen zu haben. Am ersten Verhandlungstag wurde der Prozess vertagt. Es wird auf ein Gutachten aus Innsbruck gewartet. Dieses wird hier heute also im zweiten Prozesstag vorgestellt. Mit einem Urteil ist vielleicht heute schon am frühen Nachmittag zu rechnen. Ja, der Prozess hat am ersten Tag schon für gewaltiges Aufsehen gesorgt. Der Andrang war riesengroß, der Prozesssaal bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch heute ist der Schwurgerichtssaal im Feldkircher Landesgericht gefüllt. Voll live wird für Sie den ganzen Tag hier vom Feldkircher Landesgericht berichten. Sobald es ein Urteil geben sollte, werden Sie es zuerst erfahren, wie immer auf Vorarlberg Online.